Jo Leute, SpongeBob Schwammkopf auf der PS4. Wir geben jetzt ganz viele Sachen erstmal ab. Und zwar Pfannen. Hey Patrick, schicke Socke. Und Socken. Welche Socke? Die, auf der du stehst. Oder? Ach, die. Die. Wenn du diese hier verloren hast, wo sind dann deine anderen Socken? Die hab ich nach Dollar verloren. Ein Rudel Roboter kam hier durch und hat mir meine Sockensammlung geklaut. Ich könnte Hilfe gebrauchen, sie zurückzuholen. Klare Sache, Patrick. Wofür sind beste Freunde sonst da? Also gut, für jeweils 10 Socken, die du mir zurückbringst, gebe ich dir eine goldene Truthahnpipette. Du meinst einen Pfannenwender. Gesundheit. Gesundheit. Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Wow, SpongeBob, du hast welche Jetzt sind sie wieder sicher zu Hause, wo sie hingehören. Hier ist dein goldener Rückenkratzer. Ja. Pfannenwender. Damit kann man keine Pfanne wenden. Nein. Wow, SpongeBob, du hast welche gefunden. Jetzt sind sie wieder sicher zu Hause, wo sie hingehören. Hier ist dein goldener Rückenkratzer. Pfannenwender. Damit kann man keine Pfanne. So. SpongeBob, diese ausufernde Roboterkrise sorgt dafür, dass die große Krabbe mehr Geld verliert als ein sinkendes Schiff. Und kein Geld bedeutet keine große Krabbe mehr. Und das bedeutet keine Burgerbraterei mehr für dich. Keine Burgerbraterei mehr? Aber da du so gutgläubig bist, werde ich dir helfen und einen kleinen Profit daraus schlagen. Ich habe ein paar goldene Pfannenwender, die ich dir bereitwillig gegen ein paar dieser glänzenden Objekte tauschen würde. Du willst also glänzende Objekte gegen einen goldenen... Das ist hochqualitative Handwerkskunst. Beehre mich bald wieder. Du willst also glänzende Objekte gegen einen goldenen Pfannenwender tauschen? Das ist hochqualitative Handwerkskunst. Beehre mich bald wieder. Willst also glänzende Objekte gegen einen goldenen Pfannenwender tauschen? Das ist aber jetzt neu, weil vorher war es 3.000, 6.000... Das ist hochqualitative Handwerkskunst. Beehre mich bald wieder. Deine Schatzkiste sieht ziemlich leicht aus, Minion. 4.500. Okay, können wir auch bald hin. Von 8. Aber wir haben hier noch eine Socke. Und zwar, indem wir alles kaputt machen. Kaputt, kaputt, kaputt. Ich wusste gar nicht, dass Thaddeus eine Lampe hat. Geschenke öffnen ist klasse. Was? Ja! Noch ein Pfund für Patrick! Juhu! Da geht's weiter. Hey, das ist eine Hupe verloren. Tada! Ich habe euch hergebracht, damit ihr euch einer großen Herausforderung stellt. Ich habe Nerven aus Stahl und Muskeln aus Sand. Und Augen aus Gelee. Mein Poseidon wurde angegriffen. Von einem mächtigen Feind, den ihr bezwingen müsst. Dann mal los, eure Hoheit. Dann mal los! In dieser Ecke der Verteidiger des Poseidons.
ein kleiner, eckiger Bursche. Und sein Herausforderer, ein riesiger, mörderischer Eichhörnchenroboter. Sieh mal, eine Giraffe! Ich glaube, ich muss nach Hause, um Gary zu füttern. Was muss ich machen? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Autsch! Das tut bestimmt weh. Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar. Wo denn? Au! Ich fürchte, so wird SpongeBob eher nicht gewinnen. Ja, was soll ich denn machen? Das tut bestimmt weh. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar. Ja, aber wie? Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar. Offenbar zeigt sich der Roboter jetzt SpongeBob verwundbar. SpongeBob hat eine Gelegenheit, aber wird er seine Chance nutzen können? Wo denn? Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar. Aua. Tut bestimmt weh. Was muss ich denn machen? Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar. Ach, das ist doch... Ich mach mal so einen Jump von Uber. Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar. Great ja. Barrier Reef! Ein Leben weg. Let's go. Yo, yo. Autsch. Aua. Au. Jetzt bekommt ja. der Roboter eine Tracht Prügel. Aber ich hätte gern ein Leben mehr. Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar. Ja. Der Roboter sollte besser schleunigst seine Taktik ändern. 3-0. Ich will spielen, ich will spielen! Patrick, wir spielen nicht. Wir kämpfen um unser Leben! Ich will spielen, ich will spielen! Oh, na gut. What the fuck, jetzt bin ich Patrick. Hey, meinem Rücken geht es viel besser. Spling! Der alte Wäscheleine-Move. Was macht der da? Der Roboter verliert seinen Kopf? Ja! Juhu! Los geht's! Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Was? Der nimmt seinen Kopf einfach von mir wieder. Unfair. Ich hab nur ein Leben. Was? Es geht schon wieder los. Anscheinend hat Patrick da eine gute Gelegenheit. Oh ja. Alle jubeln. Nein! Fuck, Mann! Ich dachte, ich kann ihn von... Oh, wenn er keinen Kopf hat, auch kaputt machen. Hat er geklappt. Naja, wir wissen, wie ist das an der Stelle nicht, wo SpongeBob will. Anfängt. Splin! Der what? Alte Wäscheleine-Move! Splin, what a move! Und bam! Anscheinend hat Patrick da eine gute Gelegenheit. Ja.
Wow! Er macht für den Split Move! Oh yeah! Vorbei! Und BAM! Anscheinend hat Patrick da eine gute Gelegenheit. Ich krieg kein Leben weg. Ich muss nur den Kopf was machen. Was für ein schockierender Niederwurf durch Patrick. Machen. Okay. Split Move, Jayco, BAM BAM und go. Und let's go! Anscheinend hat Patrick da eine gute Gelegenheit. Lass mich in Ruhe! Ich bin verpackt! Weg. Und check a bang! Hübscher fliegender Kopfding-Move von Patrick! Kopfding-Move! Split-Move, check a bang! Bang! Let's go! Chaka, chaka! Und bam, bam, bam! Anscheinend hat Patrick da eine gute Gelegenheit. Yeah. Wow, so ein elektrisierendes Match habe ich noch nie gesehen. Das war lustig. Du bist dran, SpongeBob. Oh ja. Hallo. Ne. Der alte Wäscheleine-Move! Yes, ich kann durch doch nicht so zwei Stück. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Wenn das keine Gelegenheit für einen Blasenschlag ist, dann weiß ich auch nicht. Was für ein Aufwärtshaken! Der hat gesessen. Blasenschlag. Ja, durchgekommen. Nein, ich hab's verkackt! Split Move over Jake! Part 2! Go! Aua! Ah, ich bin getroffen! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm! Klasse Aktion von SpongeBob! Eins das doch. Match ist so gut wie beendet! Oh yeah! Split Move by Jake! Go! Bell! 2! Aua, ich bin getroffen! Auf damit! Und let's go! Vorbei! Der war vorbei! Der war Treffer! Roboter ist am Boden und da bleibt er auf! Was für ein Aufruhr hier im Poseidon! Also das war doch mal ein Kampf! Sag ihm, was er gewonnen hat, Johnny! Eine neue Kraft! Das Blasenbowling! Doch warte, da ist noch mehr! Ein goldener Pfannenwender! Und das ist noch nicht alles. Ein Geschenkgutschein von Dins kleinem Laden für getrocknete Fischflocken und Blumen über $5.32. Oh, vielen Dank. Das bedeutet mir so viel. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu weinen. Weine so viel du willst. Aber nicht hier. Der Boden ist frisch gebohnert. Jawohl, Blasenbowling. Wo war Blasenbowling? Hey, Plankton! Ja, was gibt es? Ich hab mich nur gefragt, warum die ganzen Roboter scheinbar alle aus dem Abfalleimer kommen. Tun sie das? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja. Und dann ist da noch dieses große leuchtende Neonschild auf dem... SpongeBob, wir sind doch Freunde, oder? Nein, nicht wirklich. Genau. Und als dein Nicht-Freund mache ich mir Sorgen um dich. Und zwar genau jetzt. Du denkst zu viel nach. Ich mache mir Sorgen, dass du dir wehtun kannst. Ich sag dir, was ich tun werde. Ich übernehme das Denken für dich. So kannst du dir nicht wehtun. Und du kannst weiter daran arbeiten, mich wieder in den Abfalleimer zu bringen. Danke, Plankton. Du bist der beste Nicht-Freund, den man sich vorstellen kann. Ich muss nicht mehr nachdenken.
Shady Shoals. Hallo, Shady Shoal. Wow, Meerjungfraumann und Blaubaumspube, meine Helden. Schießt mich mit einem Wasserball ab. Schießt mich ab, schießt mich ab. So was machen wir nicht mehr, Junge. Wir sind in Rente. Ist das der Fernsehtechniker? Nein, das ist schon wieder dieser aufgedrehte Schwammjunge. Oh, bist du sicher, dass er den Fernseher nicht reparieren kann? Mehr, Jungfrau Mann, es wäre mir die größte Ehre, euren Fernseher zu reparieren. Prima! Hey, Schwammjunge, möchtest du uns wirklich helfen? Oh, Junge, und wie? Also dann, aber bremst deinen Enthusiasmus ein bisschen. Mein Darm wird schon unruhig. Wir haben unten in der Heldenhöhle ein kleines Problem mit ein paar Robotern. Bist du sicher, dass du das hinbekommst? Hallo. Absolut, Blaubarschbube. Nun, dann geh zum Sofa, um in die Heldenhöhle zu gelangen. Ist schon Puddingabend? Schenke öffnen ist klasse. Oh yeah. Zu hübsch. Ich halt's nicht. Neuigkeiten aus Bikini Bottom. Wir erhalten unbestätigte Berichte, dass die Bedrohung durch die Roboter aus dem Abfalleimer kommt. Der Inhaber Plankton lässt folgendes Statement. Hört mich an! Ich werde euch zerquetschen und zwar unter meine... Und nun wieder zurück zum regulären Programm. Neuigkeiten aus... Und... Schade. Ist das schon wieder der Junge? Junge, wenn ich du wäre, würde ich abhauen. Und zwar schnell. Sind nichts mehr? Schade. Sandy. Sandy, deine Baumkuppel hat ein Leck. Diese Roboter haben einen Sprung ins Glas gemacht, SpongeBob. Mein Baumhaus ist bis zum Dach voller Roboter und du bist schuld. Also geh da rein und sorge für Ordnung. Alles klar, Kinder. Let's go. Fertig und los. Ready, steady. Aua. Aua. Nennt mich auch Schwamminator. Mich nennt man Schwamminator. Hey, frisch wie eine Frühlingsbrise. Autsch. Das war dafür sorgen, dass kein Rund. Jetzt weiter. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Aua. Autsch. What the fuck? Die Erdnussbutter hat mich erwischt. Diese hässliche Erdnussbutter. Hör auf zu labern! Wir haben gelabert. Alles klar, Kinder, let's go! Autsch! Mann! Chakaboom! Au! Nochmal. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Wasser wäre nicht schlecht. Autsch! Ich bin getroffen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Aua. Also gut, schon viel besser. Ich schätze, den hier brauchst du mehr als... Ich. Danke.
Wasser! Hör auf zu labern und schnapp dir die Roboter! Au, 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 au! Check, check, bop, 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 bop. Whoa, 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 whoa. Gibt's jemand? Gibt's jemand? Whoa, 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 im Hamsterrad. Ja, ich check along. Whoa, bop, 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 bop. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Aber ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir haben jetzt natürlich den großen Kampf gehabt gegen Roboter Sandy und Sandy geholfen. Und Wasser kümmern scheint mich helfen. Scheiße, Sandy! Also gehen wir wieder raus, beenden den Part und bis zum nächsten Mal. Ciao!